Und jetzt bitte schön, Human Connection, irgendwo auch ein Kind der Mahnwachen. Ja, hallo, danke schön. Ich bin der Hardy von Human Connection und ich glaube, ihr kennt mich alle schon, weil ich bin jetzt den ganzen Vormittag hier rumgerannt, habe Flyer verteilt. Deswegen erstmal die Frage an euch, wer kennt Human Connection noch nicht, noch nie von gehört? Ja, nur einer, da geht privat ins Gespräch, da bin ich schon fertig. Also nee, wunderbar, dass ihr Human Connection schon kennt. Also es ist ein, für die, die es vielleicht nur so ein bisschen am Rande kennengelernt haben, ein gemeinnütziges, soziales Wissens- und Aktionsnetzwerk, was kurz gesagt die Menschen von rein Informationen in die Aktion noch bringen soll. Wir haben ja seit des Internets wirklich Informationen en masse zur Verfügung über alle möglichen Themenbereiche. Aber das Problem bei vielen leider ist nicht bei denen, die hier sind, weil ihr seid ja aktiv, sonst wärt ihr nicht hier, aber bei vielen, die lesen halt Informationen zu bestimmten Themen, sind dann negativ aufgeladen und wissen gar nicht, was sie tun sollen, fühlen sich vielleicht ein bisschen hilflos, wie kann ich denn jetzt überhaupt was verändern an dem, was ich da gerade vielleicht Schlechtes gelesen habe, über das Bienensterben, über irgendwelche sozialen Missstände, über Kriege, was auch immer. Und genau da setzt Human Connection an, die Leute eben von diesen Informationen dann auch gezielt in eine Aktion zu führen, dass sich eben tatsächlich auch was verändern kann. Weil das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht noch mehr Informationen, sondern wir brauchen Menschen, die diese Informationen haben und dann auch wirklich in die Aktion reinkommen. So ist Human Connection entstanden. Es ist, wie gesagt, ein soziales Netzwerk, ein Aktionsnetzwerk, ein Wissensnetzwerk, wo ich mich umfassend zu vielen Themen informieren kann. Wir haben aktuell die sogenannte Alpha-Version am Start, also eine Vorab-Testversion, wo noch nicht alle Funktionen freigeschaltet sind, aber die eben schon online ist und live ist. Und jeder Spender, weil wir sind eben komplett spendenfinanziert, bekommt einen Zugang zu dieser Alpha-Version. Das ist auch ein wichtiges Thema noch. Also Human Connection ist eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir verfolgen keinerlei kommerzielle Ziele. Wir sind Open Source, transparent, völlig werbefrei. Es gibt keinen Datenverkauf. Also alles das, was man bei den kommerziellen Netzwerken hat, das haben wir nicht. Wir möchten, dass die Menschen einfach Informationen bekommen und dann in die Aktion auch treten können. Von daher, Dankeschön. Von daher möchte ich an dieser Stelle auch nochmal dazu aufrufen, wir haben eine, ich sag mal, Herausforderung zu meistern. Und das ist, dass wir natürlich auch finanziell bestimmte Kosten haben, die einfach entstehen durch die Menschen, die bei Human Connection arbeiten, durch Serverkosten, durch Druckkosten von Flyern, durch natürlich die Programmierer, die das Netzwerk jeden Tag weiter voranbringen in der Programmierung, in der Entwicklung. So sind wir auf der Suche nach insgesamt 3000 Menschen, die sagen, uns ist das 10 Euro im Monat wert und wir möchten Human Connection gerne monatlich dauerhaft unterstützen. Nicht verpflichtend, das ist mehr eine Willenserklärung, man kann das jederzeit widerrufen. Wir sind aktuell bei ca. 1200 dieser Unterstützer, sodass uns aber leider noch eben 1800 Menschen fehlen, die sagen, jawohl, das ist eine super Sache und ich möchte es auch mit 10 Euro, man kann auch 5 Euro geben oder natürlich auch mehr im Monat unterstützen. Von daher, ja, alle, die sich mit Human Connection vielleicht schon mal beschäftigt haben, aber noch nicht so weit sind, nochmal auch der Aufruf, überlegt, ob es euch das wert ist, dass wir so ein Netzwerk an den Start bringen und nicht bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. hängen bleiben, sondern wirklich etwas an den Start bekommen, was nachher weltweit aktiv sein soll und wo wir wirklich was zum Besseren in dieser Welt bewegen können. Dankeschön. Ja, danke dir auch.